Herzlich willkommen wieder mal bei Klimawissen Online aus erster Hand. Heute begrüßen wir als Referentin die Petra Rust. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin an der Uni Wien. Ein paar Worte zu ihr. Sie arbeitet dort am Department für Ernährungswissenschaften im Forschungsbereich Ernährungsverhalten, ist verantwortlich für die Studienprogramme der Ernährungswissenschaften und ist außerdem Mitglied der Nationalen Ernährungskommission. Das Thema heute ist, wie ernähren wir uns zeitgemäß? Essen für Gesundheit, Klima und Biodiversität. Worum geht's da? Ein paar Sätze nur. Unser westlicher Ernährungsstil, der feuert den Klimawandel an, das wissen wir, und auch den globalen Biodiversitätsverlust. Ja. Die österreichische Landwirtschaft steht auch vor Herausforderungen aufgrund des Klimawandels. Und da stellt man sich die Frage, wie steht es denn so um unsere Ernährungssicherheit? Und der Vortrag heute zeigt eben die direkte Auswirkungen unseres Ernährungsstils auf, geht auch auf die Frage ein, was ist denn eine klima- und umweltschonende Ernährung, wie könnte die überhaupt aussehen? Und ja, dann bin ich mit meinem Teil eigentlich fertig. Dann darf ich Sie jetzt, Frau Dr. Rust, herzlich begrüßen. Danke, dass Sie Zeit haben, heute dabei zu sein und mit uns zu sprechen, und darf hiermit an Sie übergeben. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ich teile kurz meinen Bildschirm. Und hoffe, dass Sie es schon gut sehen können. Ja, wir haben jetzt gerade man sieht jetzt die Folie, es ist allerdings links noch dieses Microsoft Teams Bild im Weg. Ja, genau, jetzt ist es perfekt. Ja. Danke. Ja, ich möchte Ihnen vorerst einmal gratulieren zu dieser Initiative. Also finde ich großartig, hier Umweltbildung bzw. Ernährungsbildung zu machen. Daher habe ich gerne die Einladung angenommen, weil mir Ernährungsbildung wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ich möchte Ihnen heute vielleicht ein bisschen zeigen, was wir aktuell tun und was wir vielleicht besser machen könnten, um etwas für unsere Gesundheit, aber auch für unser Klima zu tun. Beginnen möchte ich mit einer Prognose, nämlich 2030 erwartet man sich, dass eine von drei Personen mangelernährt ist. Was bedeutet das? 800 Millionen Menschen hungern derzeit und 2 Milliarden Menschen erleiden ein Mikronährstoffdefizit. Also auch in unseren Breiten ist es durchaus möglich, sich nicht adäquat zu ernähren und da eben Defizite zu erlangen. Und auf der anderen Seite haben wir aber 2 Milliarden Menschen, die ein Übergewicht oder an Adipositas, also krankhaften Übergewicht, also Fettleibigkeit, leiden. Und dem müssen wir begegnen oder wollen wir begegnen. Und bereits 2015 haben sich alle UN-Mitgliedstaaten verpflichtet, an den sogenannten 17 Sustainable Development Goals zu arbeiten. Und Sie sehen hier das Goal 2, also das Ziel 2 ist eben, den weltweiten Hunger zu bekämpfen. Und man versucht das auf regionaler, auf nationaler und internationaler Ebene. Und zu diesen 17 Zielen zählt natürlich nicht nur den Hunger zu bekämpfen, sondern ganz viele Bereiche, die hier angesprochen werden, beschäftigen oder nehmen Einfluss auf unser Ernährungssystem bzw. unsere Ernährungsweise. Und man hat auch die Ernährung im Fokus, und zwar im Rahmen der Pariser Klimaziele wurde ja übereingekommen, dass die globale Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen ist. Und man möchte die globalen Treibhausgasemissionen bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts eben auf netto null senken. Und auch hier spielt unsere Nahrungsmittelproduktion bzw. unser Nahrungsmittelkonsum eine ganz wesentliche Rolle. Warum ist das so? Globale Treibhausgasemissionen entstehen im Rahmen der Lebensmittelproduktion. Studien haben bestätigt, dass ungefähr ein Viertel
der Treibhausgasemissionen eben auf Lebensmittel zurückzuführen sind. Was genau meint man hier mit den Lebensmitteln? Das ist einerseits natürlich der Verbrauch von Land für die Produktion von Futtermitteln, aber natürlich auch für die menschliche Ernährung. Das ist aber auch die Pflanzenproduktion, die zum Teil in die menschliche Ernährung einfließt, also das Getreide, das wir essen, aber das natürlich auch als Futtermittel verwendet wird. Und dann haben wir ein Drittel davon, das verwendet wird für die Produktion von tierischen Lebensmitteln. Überschätzt wird meist dieser Bereich, der mit der Versorgung zu tun hat, also Treibhausgasemissionen, die entstehen während der Lebensmittelproduktion, durch den Transport, durch die Verpackung, aber auch im Handel. Das macht natürlich auch einen gewissen Anteil, aber im Vergleich zur Lebensmittelherstellung ist das natürlich eher untergeordnet. Und so haben sich zwischen 2012 und 2017 ungefähr 16 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr haben wir durch diese Lebensmittelproduktion erlangt. Und wenn wir so weiter tun wie bisher, dann kumuliert sich das auf 1356 Gigatonnen. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Wie kann ich das jetzt vermeiden? Indem wir uns einfach nachhaltiger ernähren. Was bedeutet eine nachhaltige Ernährung? Eine nachhaltige Ernährung bedeutet, dass sie für unsere Generation gesund ist und umweltverträglich ist, dass sie aber auch für zukünftige Generationen ein gesundes Leben und eine gewisse Ernährungssicherheit erlaubt. Und dazu zählt, dass wir schützend und respektierend umgehen mit unserem Ökosystem, das heißt die biologische Vielfalt fördern. Gleichzeitig muss diese Ernährung natürlich auch kulturell akzeptabel sein. Sie muss wirklich für jedermann zugänglich sein, also leistbar, wirtschaftlich verträglich, fair und erschwinglich. Und für uns als Ernährungswissenschaftler spielt natürlich auch die ernährungsphysiologische Betrachtung eine wichtige Rolle. Also Ernährung muss sicher und gesund sein. Über die Sicherheit brauchen wir uns jetzt in Österreich kaum Sorgen zu machen, aber die Gesundheit sollte natürlich noch mehr in den Fokus rücken. Ja, und optimalerweise nutzen wir unsere Ressourcen einfach besser. Wenn wir von nachhaltiger Ernährung sprechen, dann kann man das einteilen in vier verschiedene Dimensionen der nachhaltigen Ernährung. Und da steht im Fokus natürlich, dass diese Ernährung unsere Gesundheit fördern muss, dass wir auf Tierwohl achten müssen. Das hat sich während der Pandemie sehr oft gezeigt, sozusagen, dass wir hier wirklich Bedarf haben, Tierwohl zu schützen. Und es sind hier einige Initiativen am Weg, dass es sozusagen ein Siegel gibt für Tierwohl. Aber auch das Soziale ist natürlich mit zu berücksichtigen und die Effekte, die unsere Ernährungssysteme, die weltweit gelten, auf unsere Umwelt haben. Und ich möchte mich speziell auf die Gesundheit und die Umwelt heute fokussieren. Was bedeutet es, die Gesundheit zu fördern? Das bedeutet für uns natürlich die Vermeidung von Krankheiten und es bedeutet auch natürlich, dass wir möglichst lange gesund bleiben. In den letzten Jahrzehnten ist die Lebenserwartung deutlich angestiegen. Also sie haben schon eine Lebenserwartung bis an die 100 Jahre. Und wir wollen natürlich nicht nur älter werden, sondern wir wollen insbesondere natürlich auch gesund älter werden. Und hier trägt der Konsum bestimmter Lebensmittelgruppen einen ganz wertvollen Beitrag. Also wir sehen hier Auswirkungen unserer Ernährung auf den Dickdarmkrebs, auf Schlaganfälle, auf koronare Herzerkrankungen oder Diabetes. Und wir sehen hier einfach positive Effekte durch eine Ernährung, die reich ist an Vollkornprodukten, an Nüssen, an Obst, an Fisch und an Hülsenfrüchten. Und wir sehen aber auch, dass ein sehr hoher Konsum von verarbeitetem Fleisch oder auch zuckergesüßten Getränken sich eher negativ auf diese Zivilisationskrankheiten auswirken können.
Untersuchungen zu den verschiedenen Ernährungsformen und deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben gezeigt, dass wenn man sich pflanzenbetont ernährt, dann dir der Anteil an Lebensjahren, die wir in Krankheit verbringen oder die wir auch frühzeitig versterben, deutlich minimiert werden kann. Also hier sehen Sie die Auswirkungen einer veganen Ernährung, einer ovo-lacto-vegetarischen Ernährung, einer pesketarischen Ernährung, also wo pflanzliche Lebensmittel komplettiert werden mit Fisch, oder auch einer flexitarischen Ernährung. All diese Ernährungsformen bewirken sozusagen eine längere Gesunderhaltung. Demgegenüber steht eine sehr proteinbetonte Ernährung, also eine Ernährung, die sehr, sehr viele tierische Produkte inkludiert. Hier zeigt es sich also in einem Anstieg von kardiovaskulären Erkrankungen, die Haupttodesursache in Österreich, aber auch von Schlaganfällen, von Krebserkrankungen und von Typ-2-Diabetes. Kommen wir zur Dimension der Umwelt. Bei der Umwelt hat unsere Auswahl von Lebensmitteln, aber auch natürlich unsere Ernährungsweise auch gravierende Einflüsse. Sehr oft wird von einer Regionalität und Saisonalität gesprochen, wenn wir den Umweltgedanken pflegen. In Wahrheit ist der Begriff der Regionalität gar nicht wirklich definiert. Also was bedeutet eigentlich regional? Bedeutet es alle Lebensmittel aus meinem Bundesland oder bedeutet es Lebensmittel im Umkreis von 100 Kilometern oder bedeutet österreichische Lebensmittel Regionalität? All das ist eigentlich nicht geregelt. Regionalität bedeutet auch nicht immer, dass es umweltfreundlicher ist. Das hängt sehr, sehr stark mit der Saisonalität zusammen. Es gibt Lebensmittel, die sind in bestimmten Saisonen natürlich heimischer Natur, umweltfreundlicher. Es gibt aber auch Lebensmittel, die sind außerhalb der Saison weniger umweltfreundlicher. Also es gibt keine so eine einfache Schubladisierung, dass man sagt, regional und saisonal ist immer die bessere Wahl. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Regionalität auch bedeutet, dass wir die Kaufkraft einer Region steigern können, was natürlich auch mit berücksichtigt werden sollte. Und damit zahlt es sich natürlich aus, in der Region einzukaufen. Wichtig auch der ökologische Landbau. Ökologischer Landbau bedeutet natürlich viel tun für die Umwelt. Aber wir müssen dabei auch natürlich bedenken, dass der Ökolandbau geringere Erträge bedeutet und dass das möglicherweise wiederum Effekte hat, dass wir mehr Land, mehr Ressourcen benötigen, um uns mit diesen Ökoprodukten versorgen zu können. Und wenn wir von der Umwelt sprechen, dann spielt natürlich die Biodiversität auch eine ganz wichtige Rolle. Zu diesen Biodiversitätsverlusten kommt es insbesondere durch Landnutzungsveränderungen. Das heißt, oder das führt dann letztendlich dazu, dass das Ökosystem an Stabilität verliert und dass wir letztendlich auch unsere Nährstoffversorgung nicht mehr ganz sicherstellen können. Und dieses Bild zeigt sozusagen Auswirkungen unserer aktuellen Ernährungssysteme auf die Umwelt. Und wir sehen schon, dass wir in einer riskanten Zone sind, was den Biodiversitätsverlust betrifft. Wir sind in Teilen der Welt auch in riskanten Feldern, wenn wir uns die Landnutzung anschauen. Also es kommt sehr häufig zu Rodungen, Wälder, Waldverlusten und Biodiversitätsverlusten durch den Anbau spezifischer Lebensmittel. Und in manchen Bereichen der Welt haben wir sogar schon eine sehr kritische Phase erreicht, was die Wasserressourcen betreffen und auch was die Stickstoffproduktion betrifft. Stickstoff, der vor allem über Düngung beispielsweise oder die Luftverschmutzung in unser System gelangt. Und all diese Faktoren gilt es natürlich zu reduzieren, um die Krise sozusagen nicht voranschreiten zu lassen.
Vielleicht ein bisschen genauer zur Landnutzung, das wir für die Produktion von unseren Lebensmitteln benötigen. Es ist Ihnen bekannt, dass nur ein Drittel wirklich der Erdoberfläche Land ausmachen. Der Rest sind Ozeane und das ist auch wichtig so. Von diesem Land werden aber auch oder sind auch nur 70% wirklich bewohnbar. Und von diesen 70% wiederum werden 50% für die Landwirtschaft genutzt. Und wenn wir diese 50% genauer betrachten, dann sehen wir, dass der Großteil, nämlich 77%, für die Produktion von tierischen Lebensmitteln verwendet wird und nur 23% wirklich für die Produktion pflanzlicher Lebensmittel. Wenn wir uns aber anschauen, die Versorgung mit Energie weltweit gesehen, dann sehen wir, dass der Großteil der Energiezufuhr über pflanzliche Lebensmittel erfolgt. Das ist natürlich in unseren Breiten nicht ganz so, aber weltweit gesehen tragen hier die pflanzlichen Lebensmittel wirklich zur Versorgung mit Energie bei. Wenn wir uns die Proteinversorgung anschaut, dann ist es nicht mehr ganz so stark. Da kommt ungefähr ein Drittel aus tierischen Produkten und zwei Drittel aus pflanzlichen Produkten, um unsere Proteinversorgung global sicherstellen zu können. Jetzt haben unterschiedliche Lebensmittel natürlich unterschiedliche Auswirkungen auf unser Klima. Und diese Tabelle zeigt recht eindeutig, dass pflanzliche Lebensmittel einen deutlich geringere Treibhausgasemissionseffekte aufweisen, verglichen beispielsweise mit tierischen Produkten. Aber auch bei den tierischen Produkten gibt es natürlich Unterschiede und so zeigen insbesondere die Wiederkäuer hier besonders hohe Konzentrationen an CO2-Äquivalenten pro Kilogramm Produkt, verglichen dann mit beispielsweise monogastrischen Tieren wie Hühnern oder auch Schweinen. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, dass diese Auswirkungen auf diese Treibhausgasemissionen natürlich auch in Relation gesetzt werden sollten mit der Konsumhäufigkeit und der Konsummenge. Und das zeigt dieses Bild hier. Einerseits die dunklen Balken zeigen auf sozusagen, wie viel Treibhausgasemissionen produziert werden und die helleren Balken zeigen auf, wie stark diese unterschiedlichen Lebensmittelgruppen dazu beitragen für unsere Versorgung mit Energie und Nährstoffen, also wie viel wir davon konsumieren. Und wir sehen hier beispielsweise bei den Fleisch und Fleischwaren natürlich eine geringere Konsumhäufigkeit im Vergleich beispielsweise mit Obst und Gemüse global gesehen. Also auch das muss in Betracht gezogen werden. Generell kann man aber sagen, dass ungefähr 80% der globalen Treibhausgasemissionen verursacht werden durch tierische Produktion und zwar vor allem durch die Wiederkäuer. Wiederkäuer können aber auch ihre Energie eben durch Fermentation von Ballaststoffen gewinnen. Leider Gottes produzieren sie dabei auch Methan. Und das ist wiederum für die Emissionen verantwortlich. Auf der anderen Seite führen sie aber auch dazu, dass es zu einer natürlichen Düngung von Weideflächen kommt. Und diese Tiere können eben auch in Regionen leben, wo beispielsweise monogastrische Tiere wie Hühner oder auch Schweine nicht leben könnten. Und diese monogastrischen Tiere haben auch den Nachteil, dass sie eine deutlich höhere Lebensmittelqualität brauchen. Sie brauchen bessere Proteinquellen in ihrer Ernährung, was Wiederkäuer nicht brauchen. Und so muss man so ein bisschen eine Balance betrachten oder forcieren zwischen Wiederkäuern und eben monogastrischen Tieren in unseren Verzehrsgewohnheiten. Die einen belasten eher die Treibhausgasemissionen, die anderen aber stehen natürlich in Konkurrenz mit Produkten, die auch für uns in der menschlichen Ernährung ganz wichtig sind.
Wie wirken sich jetzt verschiedene Ernährungsformen aus auf Treibhausgasemissionen? Man sieht hier ganz deutlich, dass sich eine ovo-lacto-vegetarische Ernährungsform, also pflanzenbetont, mit dem Konsum von Eiern und von Milchprodukten sehr positiv auswirkt, sowohl auf die Treibhausgasemissionen, aber auch auf die Landressource bzw. den Verbrauch von Wasser. Und eine vegane Ernährung wirkt sich ebenso sehr positiv aus. Generell muss man aber sagen, dass diese Studienergebnisse immer in Ländern oder aus Ländern stammen, die wirtschaftlich besser gestellt sind. Das heißt, in Ländern, die eine sehr, sehr hohe Vielfalt an verschiedenen Lebensmitteln haben, wo also die Versorgung mit Mikronährstoffen gewährleistet werden kann. Und in Ländern, wo diese Lebensmittelvielfalt nicht zur Verfügung steht, kann es durchaus sein, dass Fleisch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt in der Versorgung mit bestimmten Mikronährstoffen. Fleisch ist einfach ein wichtiger Träger von verschiedenen Vitaminen, Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin B1, aber auch natürlich für Eisen und für die Zufuhr hochwertigen Proteines. Und es ist möglicherweise in sich entwickelnden Ländern durchaus notwendig für die Versorgung mit Mikronährstoffen. Das heißt, generell zu sagen, dass eine fleischlose Ernährung zur Norm werden soll, ist vielleicht auch keine Lösung. Welche Konsequenzen lassen sich hier ableiten von den verschiedenen Ernährungsformen? Ich habe schon einiges erwähnt. Wiederum die pflanzenbetonte Ernährung wirkt sich eben positiv aus auf unsere Umwelt, während eine sehr proteinreiche Ernährung sich eher negativ auswirkt und eben die Treibhausgasemissionen, Land- und Wasserverbrauch und natürlich auch die Stickstoffbelastung erhöhen. Ein weiteres Problem, das möglicherweise auf uns zukommt, ist, dass mit dem Anstieg der Weltbevölkerung auf 9 bis 10 Milliarden Menschen natürlich auch beträchtlich mehr Nahrungsmittel gebraucht werden. Also die FAO schätzt, dass wir dann ungefähr 50 bis 70% mehr Lebensmittel brauchen. Ein Mehrbedarf an Nahrungsmitteln entsteht aber auch dadurch, dass unsere Bevölkerung nicht nur in Europa oder in USA immer dicker wird, sondern generell der Body Mass Index steigt, das heißt die Prävalenz von Übergewicht oder Fettleibigkeit steigen und auch die Körpergröße nimmt zu. Und das bedingt natürlich auch einen Mehrbedarf an Energie und einen Mehrbedarf an Nahrungsmitteln. Und wenn wir jetzt das anschauen, dass sozusagen die Bevölkerung steigt, der Bedarf an Energie, der Bedarf an Nahrungsmittel, aber auch die Art, wie wir unseren Energiebedarf decken, nämlich dass wir immer mehr tierische Produkte konsumieren. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass wir sehr, sehr viele Lebensmittel und damit Ressourcen verschwenden. Und Sie haben vielleicht schon vom Tag der Lebensmittelverschwendung gehört. Heuer war das der 2. Mai und es wird postuliert, dass eben von Jahresbeginn bis zum 2. Mai eigentlich unsere Lebensmittel für die Tonne produziert werden. Das heißt, die konsumieren wir nicht, sondern die bedeuten Abfall. Und Abfall bedeutet natürlich auch Ressourcenverschwendung. Also in Österreich haben wir fast 1 Million Tonnen Abfall pro Jahr. Damit man sich das besser vorstellen kann, das sind ungefähr 50.000 LKWs mit einer Beladung von 18 Tonnen. Also unglaublich. Und jeder von uns verschwendet ungefähr 200 Gramm bzw. 75 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr. Wo entstehen diese Lebensmittelabfälle? Eine Untersuchung in Deutschland hat gezeigt, dass es gar nicht unbedingt in der Primärproduktion von Lebensmitteln ist. Das macht ungefähr 12% aus.
Es ist auch bei der Verarbeitung von Lebensmitteln ein relativ geringer Anteil ist es im Handel, im Außerhausverzehr. Und der größte Anteil, den machen wirklich private Haushalte aus, weil hier ganz einfach die Ernährung vielleicht wenig gut geplant wird, weil man nicht die Lagerung vielleicht nicht optimal hat, weil man vielleicht zu große Packungen einkauft. Also hier gibt es unterschiedliche Ursachen, warum die Verschwendung im Haushalt so groß ist. Und da gilt es natürlich anzusetzen, um diese Ressourcenverschwendung zu minimieren. Denn diese Lebensmittelabfälle bedeuten natürlich ökonomische Verluste. Sie bedeuten aber auch eben Belastung der Umwelt. Die Treibhausgasemissionen steigen unnützerweise. Und sie bedeuten natürlich auch, dass wir Land und Wasser verschwenden für die Mülltonne. Als weitere Dimension möchte ich noch ganz kurz das Soziale ansprechen. Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder Zugang zu gesundheitsförderlichen Lebensmitteln, aber auch Speisen hat, zu nachhaltig produzierten Lebensmitteln hat. Gleichzeitig muss man natürlich auch darauf achten, dass Betriebe wirtschaftlich geführt werden, denn ohne ein entsprechendes Einkommen von Mitarbeitern sinkt wiederum die Kaufkraft. Und hier sieht man auch, dass sich verschiedene Dimensionen der nachhaltigen Ernährung durchaus in Konflikt kommen, so zum Beispiel eben die Dimension der Ökologie vielleicht mit der Dimension Soziales. Generell ist es natürlich so, dass der Markt den Preis bestimmt. Bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen haben aber nicht den entsprechenden Preis sozusagen, den die Produktion auch wirklich bedarf. Und hier könnten möglicherweise eine Absenkung der Mehrwertsteuer oder Subventionen von besonders günstig produzierten Lebensmitteln Abhilfen schaffen. Hier vielleicht noch ein Vergleich, wie teuer müssten denn Lebensmittel sein, wenn wir sozusagen Klimaveränderungen mit einberechnen würden. Und Sie sehen ganz deutlich natürlich, es müsste zu einem Preisanstieg kommen, beispielsweise bei Rind, bei Ölen, bei Milchprodukten, während also bei Obst und Gemüse, da ist es eigentlich relativ gut oder klar, wie Preis mit der Produktion und der Konsumation übereinstimmen. Ja, und all das müssen wir in unseren planetaren Belastungsgrenzen machen. Und Sie sehen hier auf dieser Abbildung die verschiedenen Belastungsgrenzen, die die Wissenschaft inzwischen eruiert hat. Und wir sehen hier insbesondere bei der Biodiversität, aber auch der Stickstoffbelastung, hier haben wir den sicheren Handlungsraum bereits verlassen. Und es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo wir schon in der kritischen Zone sind. Und es gibt auch Bereiche, wo wir eigentlich nicht wissen, wo wir stehen, weil diese unterschiedlichen planetaren Grenzen natürlich auch ineinander fließen. Ja, und wenn wir zukünftig 10 Milliarden Menschen ernähren müssen, wollen, können, und zwar innerhalb dieser Grenzen, dann muss sich ganz viel verändern. Denn aktuell ist es schon so, dass wenn wir diese planetaren Grenzen wirklich berücksichtigen würden, dann könnten wir 3,4 Milliarden Menschen ernähren. Wenn wir 10 Milliarden Menschen ernähren wollen, dann ist es notwendig, unsere Ernährung zu verändern, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, Wasser- und Landverbrauch zu überdenken, aber natürlich auch den Einsatz von Düngemitteln beispielsweise zu überdenken. Ja, und wie kann jetzt so eine nachhaltige Ernährung ausschauen? Ein Expertengremium, die sogenannte Eat Lancet Commission, hat so eine Empfehlung aufgestellt. Und Sie sehen hier, dass die meiste Energie pro Tag aus Vollkornprodukten stammen sollte.
und dass die Proteinquellen in unserer Ernährung primär über Hülsenfrüchte bzw. Nüsse gedeckt werden sollten. Ganz wichtig in dieser Ernährungsempfehlung auch der hohe Anteil an ungesättigten Fettsäuren gegenüber den gesättigten Fettsäuren und ein sehr, sehr geringer Anteil eben von Fleisch und Fleischwaren, während die Anteile von Obst und Gemüse deutlich höher ausfallen sollten. Vergleicht man diese Empfehlungen der Eat Lancet Commission mit unseren Ernährungsempfehlungen, das heißt der österreichischen Ernährungspyramide, dann sieht man hier sehr, sehr starke Ähnlichkeiten. Also man sieht wirklich, wir fokussieren auch auf eine pflanzenbetonte Ernährung mit einem sehr moderaten Anteil von tierischen Produkten, stellen das nur ein bisschen unterschiedlicher dar. Welche Auswirkungen hat jetzt eine Ernährung, die nationale Empfehlungen oder auch Empfehlungen der Eat Lancet Commission befolgen? Das sehen wir hier, wenn wir Europa herausnehmen, dann sehen wir, dass würden wir uns entsprechend unserer nationalen Empfehlungen, das ist dieser linke Balken, ernähren, dann würden wir die Sterblichkeit unter den 30- bis 70-Jährigen um über 20% reduzieren. Würden wir nach dieser Eat Lancet Commission Ernährungsempfehlung leben, dann wäre dieser Bereich sogar bei 34%. Das heißt, wir würden auf jeden Fall was tun für unsere Gesundheit. Gleichzeitig würden wir aber auch was tun für unsere Gesundheit. Das heißt, wir würden ressourcenschonender agieren. Wenn wir hier wiederum Europa herausgreifen, dann sieht man, wenn wir nach diesen nationalen Ernährungsempfehlungen uns verhalten würden, würden wir Treibhausgasemissionen reduzieren, Landverbrauch reduzieren, Wasserverbrauch reduzieren und die Stickstoffbelastung minimieren. Leider Gottes tun wir das nicht. Also unser Ernährungsverhalten entspricht nicht den Ernährungsempfehlungen. Und Sie sehen hier ganz deutlich, dass wir global gesehen zu viel rotes Fleisch essen, zu viele stärkehaltige Produkte konsumieren und die Leguminosen, Nüsse, Vollkornprodukte, die eigentlich im Fokus stehen sollten, die werden unterhalb der Empfehlungen konsumiert. Und das ist nicht nur global so, sondern das ist auch in Österreich so. Sie sehen hier einen Vergleich der tatsächlichen Zufuhr an Lebensmitteln innerhalb der Lebensmittelgruppen der Pyramide mit der Ernährungspyramide. Und wir sehen hier eher einen schiefen Turm von Pisa beziehungsweise eher einen starken Konsum im oberen Bereich der Pyramide, während eben die Basis der Pyramide, die aus Obst, Gemüse, aus Vollkornprodukten besteht, hier deutlich zu gering konsumiert wird. Also hier gibt es wirklich Verbesserungsbedarf. Wie sollte jetzt der Ernährungsplan der Zukunft ausschauen? Eine pflanzenbasierte Ernährung mit moderatem Anteil tierischer Lebensmittel wäre wünschenswert. Man muss natürlich auch auf die Bewirtschaftung von Acker- und Weideflächen achten. Man sollte bewusster umgehen mit Düngemitteln, mit Futterzusätzen. Man sollte unbedingt die Lebensmittelabfälle reduzieren und den Kalorienverbrauch anpassen auf eine gesundheitliche, empfehlenswerte Kalorienzufuhr, auch um Übergewicht bzw. Fettleibigkeit zu vermeiden. Und man muss wahrscheinlich auch an der Technologie arbeiten, um eben den Ertrag in der Lebensmittelproduktion zu steigern und dabei eben ressourcenschonend umzugehen. Ja, und all diese Dinge würden wir schon erreichen, wenn wir uns alle entsprechend der österreichischen Ernährungspyramide ernähren würden. Das heißt wirklich, also 5 am Tag konsumieren würden, also 5 Portionen oder 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst, 4 bis 5 Portionen Getreideprodukte konsumieren würden, hier mit der Betonung auf Vollkorngetreide, dann Milch und Milchprodukte und pflanzliche Fette in den Fokus rücken und den Fisch
und deutlich geringere Mengen an Fleisch konsumieren. Ja, und die Spitze, die sollte eher sparsam genossen werden. Das sind also Süßes, Salziges und stark verarbeitete Produkte. Ja, und damit wäre ich am Ende meiner Ausführungen und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Frau Dr. Rust. Ja, dann bitte ich Sie noch, das Bildschirmteil ganz zu beenden mit dem Kreuzchen, damit wir Sie groß sehen können. Es sind jetzt schon einige Fragen im Chat. Zuvor verabschiede ich mich aber bei denjenigen, die nur über das Video mit dabei waren. Ich beende nämlich hiermit die Aufzeichnung. Schaut bitte gerne mal rein bei Klimawissen Online. Da gibt es auch einen eigenen YouTube-Kanal.